So, heute zeige ich euch, wie man seine eigenen Messageboxes macht, seine eigenen Nachrichten im Spiel und wie man die Levelnamen beeinflusst und ähnliches. So, also noch ein Nachtrag zur letzten Episode. Ich habe es alles getestet und natürlich, es funktioniert einwandfrei. So, also, wenn man jetzt hier diese Level anguckt, haben die natürlich diese Levelnummer 105, 106 und so weiter. Und diese Level haben natürlich einen Namen. Und der Name von diesen Leveln ist der Originalname von diesem Level. Das heißt, der 105 war normalerweise Yoshi's Island 1. Also wird es auch hier als Yoshi's Island 1 angezeigt. Also klickt man hier oben auf Edit Level Names. Und dann kann man hier für jede Levelnummer die Namen eingeben. Und da wir jetzt 105 verwendet haben, geben wir einfach mal statt Yoshi's Island 1 Start oder sowas. Dann haben wir das einfach weitergemacht, wie habe ich es geschlossen, mit Level 106, 7 und so weiter. 106 machen wir einfach mal irgendwie sowas. Und das hier, ne, sage ich dann, okay, falsche Taste. 108 ist hier eine Star Road, ist aber eigentlich egal. Da machen wir einen Normal Exit von dem anderen davor sein. Und das hier wird dann doch mal Secret Exit. So, und jetzt haben die Levels auf der World Map ihre eigenen Namen. Wenn man jetzt aber nochmal guckt, nochmal zum Nachtrag. Ich habe jetzt klein geschrieben, aber man kann das auch groß schreiben. Das heißt, man merkt auch wirklich hier oben, das ist die Vorschau, wie es aussieht. Man kann auch hier Zeichen verwenden, die aber ein bisschen komisch zu verwenden sind. Und man muss aber aufpassen, man kann hier unten ziemlich viel schreiben, aber auf der Vorschau, also das, was man im Game sieht, sieht man wirklich nur genau das hier. Also wenn man da darüber hinaus schreibt, dann sieht man das im Game nicht. So. Dann, was auch noch ziemlich wichtig ist, die Dialoge. Da es gibt im Game, wie ihr sicher wisst, diese Dialogboxen. Wenn man dagegen springt, bekommt man eine Message. Und man kann diese Message hier festlegen, was für eine Message das sein soll. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel uns einen Messagebox erstellen, die ist hier bei den Standard-Sprites. Und die Beschreibung sagt es auch selber, aber das gucke ich mir nicht an. Dass je nachdem, wo es ist, es gibt immer so eine X-Position, die ungeraden X-Positionen ist 1 und die geraden sind die 2er. Und was das für eine Bedeutung hat, das sehen wir jetzt, wenn wir jetzt hier unten draufklicken. Das ist Level 105, nicht vergessen. Gucken wir eine Seite und suchen uns Level 105 heraus. Und 105.1 ist dann die Nachricht von Box Nummer 1. Und Nummer 2 ist dann die Nachricht von der Box mit dem Index 2. Also kann man nur diese zwei Messages immer haben. Das sind ja jetzt beides 2. Machen wir mal eine 1. Hier drüben. Machen wir jetzt mal bei dem 1. Das ist die rechts, sagen wir Box Nummer 2 und hier machen wir Box Nummer 1. Das ist sehr verwirrend, aber wenn man jetzt hier dagegen springen würde, das hier jetzt Box Nummer 1 sagen und das hier würde Box Nummer 2 sagen. Und das war es aus dem größten Teil noch. Ich glaube, ich hänge noch ein bisschen was dran, sonst ist die Episode ein bisschen kurz. Man kann hier oben Edit Boss Sequence machen und das hier sind jetzt die Texte, die erscheinen, wenn man einen Boss besiegt hat in einem Castle. Zum Beispiel hier ist es das, wenn man Iggy Cooper besiegt, schreiben wir einfach mal. You have defeated a boss. Ich schreibe normalerweise immer auf Englisch, weil wenn man Hex macht, dann tut man die irgendwo hochladen, wo es dann jeder auf dem gesamten Internet runterladen kann. Und da ist es am besten, man macht es einfach auf Englisch, weil dann ist es egal, wer es runterlädt, das kann jeder verstehen. Ja, und ich glaube, das war es auch schon für diese Episode. Das war im Grunde genommen nur so ein kleiner Hintendran-Bonus-Anhängsel zum Overworld. Es gibt ja noch andere Sachen, die man hier machen kann, aber das wird dann wahrscheinlich erst beim nächsten Mal geklärt. Also, bis zum nächsten Mal, wenn wir noch mehr Sachen an der Oberwelt verändern. Ciao.